Hallo zusammen, ich habe hier einen Standardkühler gehabt für ein Boot, für ein Wohnmobil, für irgendwelche sonstige Anwendung. Das Teil läuft mit 12 Volt und 230 Volt, das ist die Option, das ist hier diese Steuerung mit dem 230 Volt Anschluss und dem 12 Volt Anschluss. Hier sehen wir das Tippenschild. Das ist ein 12 VIV BD35 mit Kupplungen. Ich kann also diese Leitung trennen, die sind bereits vorgefüllt. Und dann hier ein Verdampfer 032. Bei uns sind die alle doch nummeriert von 01 bis 0,73. Und das ist eine flache Platte. Die hat ein Abmaß von 39 x 39. Und hiermit können wir ca. bis 100 Liter Kühlschrankvolumen kühlen. Der Stromverbrauch wird nicht immer wieder gebracht. Was braucht so ein Kühlaggregat? Das braucht so viel es braucht. Weil der Energieverbrauch, der hängt nicht vom Kühlaggregat ab, sondern von der Isolation von dieser Kühlbox oder diesem Kühlschrank. Also das heißt, wenn ich das Teil einfach aufhänge und ich warte, bis es 0 Grad hat, dann läuft das eigentlich praktisch dauernd durch. Dann zieht das Teil bis zu 5 Ampere pro Stunde. Also das sind dann 60 Watt in der Stunde oder Wattstunden pro Stunde. Und sobald ich das isoliere und ich schalte ab über den Thermostaten, dann brauche ich keinen Strom mehr und sobald ich die Temperatur wieder ansteigt, kühlt es wieder. Der Vorteil von solch einer Platte, ihr seht hier, ist direkt aus Testlauf, das läuft hier ab und es gibt unten Kondensat, also hier müsste man noch eine Wanne machen oder es tropft einfach am Boden wie bei jeder normalen Kühlbox. Wir haben hier die Option dann Digitalthermostat, das ist ein Thermostat, der zeigt uns die Temperatur an. Das heißt, die Temperatursonde hier, die kommt in den Kühlschrank. Die Kabel hier werden hier verbunden. Ich zeige euch hier das Elektroschema, wie das angeschlossen wird. Wir sehen es hier. Ein bisschen Licht machen, dann sieht man es besser. Wir haben hier den Thermostaten, hier die Steuerung mit den Anschlüssen, den Ventilator. Das ist eigentlich keine Hexerei. Verlinke ich euch unten im Shop das Kühlaggregat BD32, BD35 mit dem Verdampfer 32, optional mit der 230 Volt Steuerung und dem Digitalthermostat. Normalerweise ist nur ein mechanischer Thermostat dabei, aber da sehe ich natürlich nicht die Temperatur. Ich verlinke hier ein anderes Kühlaggregat, andere Platte und ich wünsche euch einen schönen Tag.